Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Licia Online, heute am Montag. Ja, es gab wieder was Neues zu erfahren seitens der Licia Online-Seite, nichts Großes, deswegen habe ich jetzt auch kein extra News-Video dazu gemacht. Aber dann noch groß genug, dass ich finde, dass ich es nochmal erwähnen muss. Übrigens, unser Ei ist fertig, ich glaube, da gucken wir jetzt erstmal nach. Hatch! Und, was haben wir? Kleines Wiesenei? Eine Niete. Schon wieder eine Namensplakette. Hey, ich kann die ganzen Pets benennen, so langsam, wenn das so weitergeht. Gut. Ja. Ich habe noch zwei Eier. Das Stadtei und dieses andere Wiesenei. Ich glaube fast, ich nehme das hier. Wie lange braucht das hier zum Ausbrüten noch gleich? Ich weiß nicht mehr, wie lange das braucht. Das ist doof. Ja, was könnte man denn da rausbekommen? Wir könnten einen Huhn rausbekommen. Schwierig. Ich weiß echt gerade nicht mehr, wie lange das hier... Das müsste eigentlich... Ich hoffe, das klappt gerade noch so. Ansonsten habe ich jetzt eben Pech gehabt. So, ein Tag 16 Stunden. Ja, wunderbar. Dann kriege ich tatsächlich noch beide Eier durch, bevor dann der Mittwoch anbricht. Gut. Zack, close. Und wir machen uns auf ins nächste Team-Speed-Rennen. Und was ich eben noch erzählen wollte, ist, dass das Team jetzt an einem verbesserten Chat-System arbeitet, beziehungsweise es quasi schon eingeführt hat. Für uns wird das erstmal jetzt so weiter nicht sichtbar sein, aber es ist so, dass der Chat bislang nur in ein paar Sprachen gefiltert wurde, um negative Sachen zu vermeiden. Das wird dann ab sofort so sein, dass der Chat quasi ein bisschen intelligenter wird und das auch in anderen Sprachen schafft. Und wer sich daneben benimmt, kann dann auch aus dem Chat gebannt werden für ein paar Minuten, ein paar Stunden, was sich dann darin auswirkt, dass derjenige weiter spielen kann, aber dann nicht mehr gelesen werden kann, was er im Chat schreibt. Das heißt, das Chatten ist quasi dann unmöglich. Das sind jetzt so die Sachen, die als nächstes reinkommen, beziehungsweise wo jetzt gerade dran gearbeitet wird. Ihr seht es also, die Arbeiten am Multiplayer und an den Sachen, die für Multiplayer wichtig und unabdingbar sind, sind in vollem Gange. Und da habe ich erstmal einen Sprung versaut und dann direkt noch rein. Das war jetzt doof. Weil auf der Strecke hier kann man eigentlich richtig ordentlich Punkte sammeln. Mit den Sprüngen, weil die jetzt eigentlich nicht so schwer zu treffen sind. Und es sind unheimlich viele. So. Aber erstmal muss unser Team gewinnen. Ich habe gestern nochmal geguckt, ich hatte mich dann verschaut. Das war anscheinend nochmal relativ kurz vor Ende gewechselt oder ich habe es einfach wieder nicht mitbekommen. Ach, einen Zweierbooster hatte ich gerade nur gehabt. Ah, ich habe einen etwas zu spät geused. Naja, macht nichts. Dave ist gerade vorne, aber ansonsten sind ziemlich viele Blaue dahinter und das gefällt mir gerade gar nicht. Hier kann man nicht viel machen. Hier kann man echt nicht so viel machen. Ja, jetzt haben sie Dave allesamt bekommen. Überholt. Das ist blöd. Ich komme auch gerade nicht so recht hinterher. Da ich viel zu weit weg bin, um das Chasing und das Windschattenreiten nutzen zu können. Jetzt komme ich langsam so ein bisschen ran. So, hier jetzt noch einen Boost zu nehmen, das wäre blödsinnig. Vor dieser Kurve hier macht das gar keinen Sinn. So. Dann muss ich irgendwie sehen, dass ich hinterher komme. Ah, schade, kriege ich wieder keinen Vierer-Boost hin. Jetzt habe ich auch noch den Sprung versaut. Nein! Was ist jetzt los? Hallo? Was ist denn jetzt los? Ein interessanter Bug. Ja, ich würde sagen, wir reiten dann das Rennen gleich nochmal von vorne. Ja, das habe ich auch noch nicht erlebt. Ah, schön. Hattet ihr das schon mal? Wie doof ist das denn? Ach komm. Jetzt habe ich dafür nicht mal Carrots bekommen, weil ich halt ausgetimt bin dadurch. Ach, Manu. Egal, komm. Komm, wir reiten das gerade nochmal.
Wir reiten das jetzt nochmal. Wir haben noch ein bisschen Luft, wir haben noch ein bisschen Zeit, also machen wir das jetzt nochmal. Das lasse ich so nicht auf mir sitzen hier. Sabotage seitens des Computers. Sehr schön. Hat Romero einfach meinen Rückwärtsgang eingelegt. Sehr schick. Ach, schön. Also das war jetzt wirklich mal ein lustiger Bug. Okay. Zack, drüber. Ein bisschen sliden. Ja, 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 ja. Zack, und drüber. Yay, Romero hat ein Level up. Romero hat ein Level up. Dudai, dudai, lalalalala. So, und weiter. Jetzt habe ich... Ach, das war tatsächlich noch ein perfekter Sprung, ehrlich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das noch ein perfekter geworden ist. Ja, leider. Jetzt bin ich im roten Team. Und schon wieder... Ach nee, Dave war ja eben... Guck mal, jetzt führt Dave. Jetzt, wo er im blauen Team ist. Jetzt, wo er bei meinen Gegnern ist. Das ist doch hier... Veräppelung. Hallo, lass mal eine Feder fallen. Danke. Die Federn, ihr habt es gerade eben gesehen, die beschleunigen einen schon enorm. Muss man wirklich so sagen. Aber die haben jetzt halt gerade die brennenden Hufe. Das heißt, es bringt uns nicht wirklich viel, wenn wir jetzt hier gut durchreiten, wenn unser Team nicht gewinnt. Das sieht momentan noch nicht danach aus, als ob das Team gewinnen könnte, Team Rot. Aber etwas zu schnell. Nein, ich habe einen Sprung versaut. So kurz vor der Zielgeraden noch. Ja, hier, wir sind im Angriff, aber Dave kann, glaube ich, nicht mehr erwischt werden. Und das ist extrem ärgerlich. Nee, Dave kriegen sie nicht mehr. Dave gewinnt das Team leider fürs blaue Team und damit... War es das für unser Team? Aber ich bin ganz gut reingekommen. Mit Platz 3 bin ich zufrieden hier. Da kann ich nicht meckern. Aber schade, wenn wir gewonnen hätten, hätte ich mehr Erfahrungspunkte abstauben können. Weil wir haben relativ eine relativ lange Perfect Jump Serie bekommen. So sind es jetzt leider wieder nur 15 geworden. Ärgerlich. Na gut. Kann man nichts dran ändern. Wenigstens haben wir diesmal nicht den Rückwärtsgang eingelegt auf der Strecke. Ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich verteile noch eben einen Punkt bei Romero. Ich verteile den Punkt, klingt auch super. Also hier, zack, wieder auf Control. Da ist Romero jetzt mittlerweile bei 26 Punkten. Gut, und das war's dann auch für heute. Ich verabschiede mich und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.